Ja Leute, mein Name ist Tim aka Sambo und damit darf ich euch heute recht herzlich begrüßen zu einem neuen Game Commentary von mir auf dem Vinoity Clan Kanal. Und jetzt erstmal zwei Sachen kurz im Voraus. Zum einen für die Leute, die mein letztes Video hier auf dem Clan Channel gesehen haben, wo ich meine ach so tolle Audioqualität angepriesen habe und da so ein paar Sachen drüber gelabert habe. Ja, und die Audioqualität am Ende, ich will nicht sagen scheiße war, aber doch schon sehr scheiße war. Das hängt einfach damit zusammen, also wenn ich daran denke, kann ich mir echt für meine eigene Dummheit ins Gesicht treten lassen. Ich habe meine Stimme einfach anstatt mit meinem Mikrofon mit meinem Headset-Mikrofon aufgenommen und die Qualität ist halt scheiße, ja. Und das ist eigentlich schon echt peinlich, so die ganze Geschichte. Und jetzt als zweites, der gute Vincent, auch ein Intro-Designer aus unserem Clan, hat uns ein neues Intro gezaubert. Ich verwende das aber hier im Video als Outro, das heißt, ihr müsst schon bis zum Ende dranbleiben, um das Intro zu sehen. Und schaut doch mal bitte mal bei ihm auf dem Kanal vorbei, macht da echt coolen Designer-Content. Und dann noch ein paar Worte hier zum Gameplay. Im Hintergrund habt ihr auf die Augen geklatscht, eine Nuklear in Black Ops 3. Ich spiele das Ganze vom Xerox. Grüße gehen raus an dich und das auf der Map Fringe. Und ja, ich habe euch heute ein kleines Thema mitgebracht. Und zwar, wir machen eine Zeitreise. Der kleine Tim geht in die dritte Klasse, in die Grundschule und hat dann da das erste Mal Sexualkunde und ihm wird beigebracht, wie Kinder gemacht werden und sowas alles. Und das wurde uns mit einem Comic erläutert. Ich werde euch die Bilder dazu immer einblenden, dann könnt ihr mitlesen und halt, damit ihr es besser verstehen könnt. Es ist abends. Ihr wollt uns doch erzählen, wie man Kinder macht. Ich weiß, wie man bumst. Weißt du, wir sagen, wir schlafen miteinander. Wieso schlafen? Das ist eine Art Zusammensein. Man kann ja auch viele verschiedene Arten zusammen sein. Wir können essen, spielen, lachen und zusammenarbeiten mit anderen Menschen. Und wir können uns streicheln und küssen. Wenn Mama und ich uns umarmen, kriegen wir manchmal Lust, miteinander zu schlafen. Erzähle ich auch immer meinen 8-9-jährigen Kindern. Dann wird mein Glied groß und steif. Mein Glied kann auch gerade abstehen. Ja, das gibt es auch bei kleinen Jungen. Wenn wir so liegen, will ich, dass Papas Glied in meine Scheide kommt. Will er das denn auch? Ja, wir beide wollen das und es geht leicht, denn meine Scheide ist dann ganz weich und feucht. Hier liegen wir so beieinander, wie wir können. Das ist ein sehr schönes Gefühl, mein Glied ist in Mamas Scheide. Das ist eine Art Zusammensein. Man nennt es Beischlaf oder auch Ficken. Beim Beischlaf kann ein Kind entstehen, so haben wir auch das neue Kind gemacht. Und was schreibt der kleine Tim dann darüber? Erwachsene machen das nicht nur, um ein Kind zu bekommen, sondern auch, weil es ihnen Spaß macht. Ja. Hat er auf jeden Fall schon viel angehabt. Und auf jeden Fall, ich habe jetzt so in meinem Zimmer ein paar andere Sachen noch aus der Grundschule gefunden. So Geschichten aus der zweiten Klasse, so richtig dummer Scheiß ist das. Und wenn ihr wollt, da ich daraus mal so ein eigenes Format mache, also es wird echt witzig, denke ich mal, dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Und meine Zeit ist dann hiermit schon vorbei. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ich wurde auch direkt in eine Party eingeladen, doch statt einen motivierenden Spruch bekam ich nur zu hören: Warum hast denn du jetzt den mit der Einserquote eingeladen?